Bekannt sind, dass die Sakristei findet sie diese spezielle Koppen, die da oft bei festlichen Gottesdiensten aufhört, die Mitra oder manchmal wird es auch genannt die Bischofsmütze. Und bekannt ist vor allem, weil es der heilige Nikolaus auch aufgehabt hat. Heiliger Nikolaus, der heute im Kalender steht, der war eben auch Bischof. Und mir fällt da eine Geschichte ein aus der Kindheit, was auch mit Nikolaus zu tun hat. Wir haben in der Fickschule einmal ein Spiel gemacht, wo es auch um den Nikolaus gegangen ist. Und da haben wir ein besonderes Lied gesungen. Das kann ich mich nur erinnern. Der Nikolaus, bum bum, der Nikolaus geht um. Und der, der was für das Nikolaus-Darsteller vorgesehen war, der hat das anders interpretiert. Der hat immer gesungen, der Nikolaus, bum bum, der Nikolaus fällt um. Und hat sich dann fallen lassen. Und da hat nachher die Lehrerin gesagt, nein, das ist kein geeigneter Nikolaus. Und darum bin ich zu diesen Ehren gekommen, dass ich schon in der Volksschule einen heiligen Nikolaus spielen habe dürfen und eben so eine Bischofsmütze aufsetzen dürfen habe.